Shankaran Pillai fuhr also nach Goa und ging am Strand spazieren, wo er etwas fand, das aus dem Sand herausragte. Aus reiner Neugierde bückte er sich, zog es heraus und es war eine Lampe. Er nahm sie und polierte sie einfach mit seinem Hemd, um sie zu säubern. Und in dem Moment, als er das tat, kam der Genie. Der Genie kam, stand auf und sagte, okay, verlange nach deinen drei Gaben. Du hast mich befreit, also hast du drei Gaben frei. Verlange, was du willst. Shankaran Pillai sah sich das an. Wow, drei Dinge. Was? Dann sagte er, ich will einen roten Ferrari. Da stand also auf dem Sand ein rot glänzender Ferrari. Dann sagte der Genie, komm schon, was ist das Zweite? Shankaran Pillai sagte, ich will 10 Millionen Dollar. 10 Millionen feinste Währung auf dem Rücksitz des Ferraris. Der Genie sagte, komm schon, was ist das Dritte? Shankaran Pillai sagte, ich möchte für Frauen unwiderstehlich sein. Er verwandelte sich in eine Pralinenschachtel. Wenn dir also etwas so sehr am Herzen liegt, möchte ich das nicht stören. Siehst du, ich bin aus Schokolade. Siehst du es nicht, dunkle Schokolade? Die Schokolade an sich ist also nicht schädlich. Leider nimmst du zu viel Zucker damit ein. Das ist der Grund, warum es so viele Probleme verursacht. Schokoladenesser sind in großen Schwierigkeiten wegen der Menge an Zucker, die sie zu sich nehmen. Wenn du nur Schokolade essen könntest, ist das eine bestimmte Art von Stimulanz, eine sehr seltsame Art von Stimulanz. Er hat seine positiven Seiten und dein Gehirn könnte tatsächlich etwas besser arbeiten, wenn du Kakao zu dir nimmst. Actually, your brains could work. Really, your brains work a little better if you take in cocoa. Nicht mit so viel Zucker. Zucker verdirbt das ganze Spiel. Wenn du nur Kakao nimmst, wenn du Kakaosamen nimmst und darauf herumkaust, wenn du den Dreh erst einmal heraus hast, ist es schön. Die Schokoladen-Kakaosamen sind, wenn du auf ihnen kaust, sehr, sehr gut. Very, very good. Pfeffer, schwarzer Pfeffer und die Kakaosamen haben etwas sehr Ähnliches. In Indien verwenden wir Honig und schwarzen Pfeffer in Kombination für eine Vielzahl von Problemen, die Menschen haben, und es bringt wunderbare Ergebnisse hervor. Auch Kakao hat etwas Ähnliches, nur ohne den stechenden Geschmack. Es ist auch eine hundertprozentige Schokolade erhältlich. Aber vielleicht wird es den meisten von euch nicht schmecken, weil es bitter sein wird. Wenn du sie ohne Zucker zu dir nehmen kannst, ist das in Ordnung. Oder mit einem Minimum an Zucker. Aber im Allgemeinen ist die Schokolade, die du im Markt kaufst, voll mit Zucker.